In diesem zweiten Plenum werden wir jetzt drei Vorträge haben von Michael Schönmeier, Jo Reichels und Rainer Keller. Moderieren wird das Bernd Schmettler und ich. Und da wir jetzt zeitlich schon ein bisschen im Verzug sind, machen wir keine langen inhaltlichen Vorbemerkungen. Es geht um die Relationen von Wissen und Materialität, die sich auch so ein bisschen die Idee, die dahinter war. Die Frage stellt sich eben vor dem Hintergrund der Bedeutung, der jetzt der Materialität in jüngster Zeit zugeschrieben wird, auch vor dem Material Turn, von dem einige Akteurinnen und Akteure sprechen, und auch dem neuen Materialismus. Und da werden wir ein bisschen die Relationen hier ausloten. Ich steige gleich ein und habe die große Ehre, Michael Schönmeier hier anzukündigen. Michael Schönmeier ist Professor für Allgemeine Soziologie am Department für Soziologie, Philosophie und Anthropologie an der Universität Exeter in Großbritannien. Er hat mir gesagt, ich soll nicht über den Brexit sprechen, somit tue ich das nicht. Und von seinen vielen Stationen und vielen Forschungsfeldern und Interessengebieten möchte ich hier nur ganz wenige herauspicken. Zum einen seine Promotion an der University of Lancaster bei John Law zum Thema Materialität und Blindheit. Also auch hier sehen wir schon einen ganz starken thematischen Bezug. Dann war er lange Zeit an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, hat bei Ulrich Beck habilitiert, dort auch unter anderem ein Forschungsprojekt geleitet zur Nanomedizin, forscht auch seit Jahren schon zum Thema der Demenz, zu dem wir heute auch ein bisschen was hören werden. Und auch in jüngster Zeit sind seine Interessengebiete in der Verknüpfung von Kunst und Wissenschaft mit partizipatorischen Ansätzen. So viel dazu, und ich freue mich sehr herzlich und bin gespannt auf den Vortrag, in dem uns auch ein kleiner Film erwartet. Wir hoffen, dass die Technik auch entsprechend funktionieren wird. Mutig. Ja. Also die Idee des Vortrages ist, wie kann man mit einer demenzkranken Person soziologisieren? Also nicht mit Schütz, nicht mit Habermas, sondern wie geht das mit einer demenzkranken Person? Es gibt Daten, die werden zu kontinuierlichen Datenereignissen. Sie packen ein, lassen einen nicht los, erwirken ein immer wieder Einlassen auf damit verbundene Fragen und Probleme. Wenn man sich mit dem Phänomen der Demenz beschäftigt, so ist es insbesondere das Nichtwissen, das sich zwischen der Person mit Demenz und dem, der sich damit beschäftigt, scheinbar demokratisch verteilt. Damit ist im Prinzip schon eine erste Antwort gegeben auf die im Untertitel des heutigen Vortrags gestellten Frage, was denn die Wissenssoziologie von Menschen mit Demenz lernen kann. Es ist ein bisschen wie wenn man ein Orakel befragt, dessen Antwort selber ein Problem ausspricht. Durch die dementielle Demokratisierung des Nichtwissens wird man unweigerlich auf die Ironie der Wirklichkeit hingewiesen, wie Deleuze sagen würde, die Dinge und Wesen als ebenso viele Fragen und Antworten auf verborgene Fragen zu beantworten, als ebenso viele Fälle für Probleme, die zu lösen sind. Wie Deleuze im Anschluss an Heidegger zeigt, sind das Probleme und Fragen keine subjektive privativen Bestimmungen, die einen Moment von Unzugänglichkeit in der Erkenntnis kennzeichnet, sondern, ich zitiere, die problematische Struktur ist Teil der Objekte und erlaubt, sie als Zeichen zu erfassen, ganz wie die fragende oder problematisierende Instanz Teil der Erkenntnis ist und deren Positivität, deren Spezifizität im Akt des Lernens zu erfassen erlaubt. Es gibt gleichsam eine Öffnung, ein Aufklappen, eine ontologische Falte, die das Sein und die Frage aufeinander beziehen. In diesem Bezug ist das Sein die Differenz selber. Das Sein eben ist ebenso Nichtsein, aber das Nichtsein, das ist jetzt der entscheidende Punkt, ist nicht das Sein des Negativen, vielmehr das Sein des Problematischen, das Sein des Problems und der Frage. So verstanden markiert die erfahrene Differenz der Demenz oder besser die Differenz der dementiellen Erfahrung ein Ereignis, das das Verhältnis Wissen und Nichtwissen als problematisch und fragwürdig bestimmt. Fragwürdig in dem doppelten Sinne. Dementielle Erfahrungsereignisse kosmopolitisieren, das heißt verunsichern, stellen in Frage und alterieren das als normal oder selbstverständlich angenommenen Kosmos der alltäglichen Lebenspraxis. Sie geben dadurch aber auch Einblick in das Hergestelltsein, in die Art und Weise von Normalitäts- und Normalisierungspraktiken und artikulieren Anforderungen, diese zu verändern. So verstanden wird der Mensch in der Demenz zu einem kosmopolitischen Akteur. Die Analyse dementieller Erfahrungsereignisse ermöglichen
einen produktiven Kontrast zu biomedizinischen Modellen der Demenz, die Demenz und ihre Patienten immer zunächst in der Negation zur Normalität als pathologischen Befund definieren und daraus kausale Effekte der Schädigung, der Einschränkung des Normalen deduzieren. Die hier vorgeschlagene Analyse demenzieller Ereignisse erlaubt es vielmehr der Ontologie des Sozialen als das Fragwürdige näher auf die Spur zu kommen. Eine solche Analyse des Sozialen lässt sich in der Tat, und das suggeriert dieser Kongress, nicht ohne den Zusammenhang von Affektivität, Materialität und Alienität denken. Zusätzlich zu diesen zentralen Bausteinen sozialer Ontologie, ist die Temporalität zu denken und zu analysieren. Gerade die Analyse demenzieller Ereignisse kann hierzu genug irritieren, um zur Bewahrung des Problematischen und Fragwürdigen für die Wissenssoziologie beizutragen. Sie ermöglicht dessen, was man eine spekulative Nichtwissenssoziologie nennen könnte. Damit ist zunächst gemeint, dass man das Spekulative von den Wissensspekulanten in Sicherheit bringen muss. Das heißt, vor den Wahrscheinlichkeitsideologen, um sodann den Möglichkeitsraum sozialer Komplexität überhaupt erst ausloten zu können. Nichtwissenssoziologie ist Big Data, nur mit anderen Mitteln. Im nun Folgenden werde ich einen kleinen Einblick in den Erfahrungszusammenhang demenzieller Ereignisse anhand kurzer Sequenzen aus dem Dokumentarfilm »Der Tag, der in der Handtasche verschwand« von Marion Kainz geben und spekulativ rekonstruieren. Im Mittelpunkt des Films steht Frau M., die mit Alzheimer diagnostiziert in einem alten Pflegeheim wohnt. Was den Film unter anderem besonders macht, ist nicht nur die einfühlende Kameraführung, sondern dass er gerade in ausgezeichneter Weise das Verhältnis von Affektivität, Materialität, Temporalität und Fremdheit im Zuge dimensioneller Ereignisse sichtbar macht. Es ist so verstanden, nicht nur ein Lehrfilm für Pflegepersonal, sondern ebenso für Soziologinnen, die sich um Fragen und Problemlagen des Nichtwissens empirisch und konzeptuell sorgen. Was Soziologen tun, ist in gewissem Maße Sozialfürsorge. Dieser gilt es empirisch und konzeptuell nachzugehen, kann man doch das Soziale als produktiven, verkörperten und materialen Sorge-Wirkungszusammenhang sehen, der Menschen an ihre Umwelt irgendwie bedeutsam bindet. Damit ist eine produktive Abhängigkeitsbeziehung zwischen anderen artikuliert, die es erlaubt, so etwas wie Bedeutsamkeit, Erfahrung des eigenen und des anderen, Akteure und Handlungsmacht und so weiter, primär als kollektive Errungenschaft zu verstehen. Des dimensiellen Ereignisses geht Frau M. von der Dunkelheit ins Ungewisse, Fragwürdige ins Nirgendwo. Frau M. aufgebracht, nervös, verunsichert, voller Angst in einer existenziellen Krise. Ihr Sein und die Menschen und die Dinge um sie herum werden bedeutsam, dass sie fragwürdig, dass sie problematisch sind. Dennoch, so scheint mir, Frau M. kann ihr Problem sehr genau benennen. Das Problem ist, dass sie außer sich ist und nicht weiß, was denn da vorliegt. Sie benennt fünferlei. Ihr negatives Affiziertsein, ihr Außer-sich-Sein, das dreifach verstandene, unverstandene Vorliegen, was sie als Individuum betrifft, was die Umgebung betrifft und wie das Wörtchen und suggeriert, wohl damit auch die Beziehung zwischen ihr und der Umgebung. Frau M. fragt nach dem wahren Sinn ihrer Situation. Ein sehr menschliches Unterfangen, das sowohl die endliche Individualität als auch die Beziehung zu anderen hervorhebt. Das Vorliegende ist zwar irgendwie da, sogar sehr intensiv da, dennoch ergreift es Frau M. in ihrer vollen Existenz gerade dadurch, dass es sich verschließt, dem Verstehen entgegenstellt oder besser eben nur vorliegt, isoliert, ohne Bezug, den sie ihren nennen könnte, ohne einen Bezug, der Sicherheit verspricht, der es erlauben würde, eben keine Angst zu haben.
Der Angst ist der körperliche Ausdruck des jeweilig unverbunden nur vorliegen. Frau M. ist außer sich. Ihr Außer-sich-Sein scheint eine sehr zutreffliche Beschreibung ihrer Befindlichkeit zu sein, die bei Alfred North Whitehead kausale Wirksamkeit leiblicher Erfahrung genannt wird. In diesem Erfahrungsbereich, so Whitehead, ich zitiere, gibt es einen Sinn dafür, was von außen hergeleitet wird, einen Sinn für das unmittelbare innere Selbsterleben sowie einen Sinn für die Übertragung über das Innere hinaus. Er birgt einen Sinn für die Unmittelbarkeit der Erfahrung in sich als Essenz einer individuellen Wirklichkeit, die ihre eigenen Qualitäten hat. Der Hauptwesenszug einer solchen Erfahrung ist Vielschichtigkeit, Wahrheit und unumgängliche Intensität. Ihr Außer-sich-Sein ist ebenso eine ontologische Verortung der Unbestimmtheit ihrer selbst. Auch sie liegt nur vor wie die Dinge um sie. Auch sie scheint nur vorhanden zu sein in einer Situation, die es nicht erlaubt, ihre Situation zu verstehen oder einzugrenzen. Frau M. scheint aus ihrem eigenen Sein herausgefallen, ausgefaltet zu sein und dies ohne zu wissen, wohin sie gelandet ist. Außer sich sein ist sowohl auch ein aus der Welt sein, aus ihrer Welt in eine andere Welt, die isoliert neben anderen Welten vorliegt und sich sträubt, aufgedeckt zu werden und vor allem aber intensiv erlebt wird. Frau M. wird zur Umwelt ihrer gelebten, verkörperten und materialen Welt, zum Ding an sich, über das sich wenig selber sagen lässt. Die Welt bei ihr und die ihrer Umgebung erregen gerade dadurch Aufmerksamkeit. Und doch ist es so, dass Frau M. es scheint gewohnt zu sein, einen Verstehensbeitrag zu sich und den Dingen leisten zu können. Das heißt, am Konkretisierungsprozess allgemeiner Dinge teilzuhaben. Anders wäre es ja normal, nur vorhanden zu sein, isoliert außer sich und neben den Dingen, die auch nur vorliegen. Dabei zu sein, ohne teilzunehmen an dem je eigenen Leben. Affektsubjekte und Affektobjekte, die einfach nur nebeneinander vorliegen, die kann kein Mensch verstehen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Mit reinen Liegenschaften lässt sich doch keine Welt konstruieren, scheint Frau M. zu suggerieren. Und mehr noch, dem Ausgesetztsein von nur Vorliegenden zehrt an der Welt der Dinge, die die Existenz des jeweiligen Menschseins, das heißt die permanente Aktualisierung des geschichtlichen Selbst, zum Stocken bringt, in der Unbehaglichkeit der Wahrheit des Vorhandenen stecken bleiben lässt. Es ist anstrengend, kaum auszuhalten. Frau M. spürt die Bedeutsamkeit des Unmöglichen, des rein Vorliegenden in ihrer opaken Isoliertheit. Frau M. spürt, oder besser, ist ergriffen von dem massiven, aber vagen Druck kausaler Wirksamkeit, Existenz bedeutsam, aber formal unbestimmt und dadurch vage. Frau M. scheint in einer rein objektiven Welt zu leben, die immer außen ist, zu abstrakt, um die konkreten Beziehungen verfolgen zu können, zu abstrakt, um die konkrete Situation hindurch zu entfalten, um darin Anstöße für Frau M.'s ihr eigenes Sein und ihre Umgebung zu erschließen. Um dieser obsessiv abstrakten Welt der Dinge und ihrer unguten Bedeutsamkeit etwas entgegenzuhalten, macht Frau M. jedoch nicht den Versuch, durch reine Introspektion das Außen reinzuholen. Nein, sie bleibt gewissermaßen im Außen. Versucht mit dem Außen zu denken und wendet sich einem anderen System der Dinge zu, das in der Welt Sein zu geben scheinen könnte. Und das ist die Sprache und die Sprechenden. Frau M. wird im Sprechen tätig und initiiert die Möglichkeit einer Gegenverwirklichung zum dürftigen Sein im nur Vorhandenen, im nur Vorliegenden. Und der andere als Sprechende, als Tätiger und nicht nur Vorliegender ist herzlich willkommen. Mit wem habe ich das Vergnügen? Fragt Frau M. Vorfreude auf Gemeinsames, über das Frau M. sich schon früher gefreut haben muss. Der Willkommensgruß entfaltet die Freude an der Möglichkeit erfinderischer Wiederholungen, die die Sprache erlaubt. Im Außen des Sprechens zu sich selbst kommen, sich und die anderen erkunden, das Problem verteilen, an andere delegieren, sich einen Reim draus machen. Im Sprechen das gefühlte Denken festhalten, verknüpfen, kommunizieren, den Druck des unguten Affiziertseins abschwächen. Mit der Sprache wird ein anderer Modi der Existenz eröffnet, hergestellt, am Laufen gehalten, der womöglich Weltanschlüsse, Zeichen, Gesten, Gebärden erlaubt,
die eine Spur kreieren, das heißt Zeit schaffen. Möglichkeitssinn und Sinnmöglichkeiten schaffen für das Fragwürdige, das hier bei mir und meiner Umgebung. Zeit schaffen. Dieses Herausfallen, dieses in der Umwelt sein, ist nur vordergründig und auch nur primär räumlich zu denken. Was liegt davor? Bei mir und der Umgebung ist hier eine Frage nach der Zeitlichkeit der Dinge, die, so Frau M., schon irgendwie da sind, ohne zu wissen, wie, warum, weshalb. Für Frau M. handelt es sich wohl um vorgegebene, verkörperte, materielle Dinge, mit denen sie wenig zu tun haben scheint, die aber dennoch mit ihrer massiven Wahrheit ihre ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Folgt man Whitehead, so ist Sprache Wechselspiel mit anderen und ist im Wechselspiel mit sich selbst. Sprache fungiert als Ausdruck der Vergangenheit eines Menschen in seine Gegenwart hinein. Sie ist die Reproduktion in die Gegenwart von Sinnesdaten, die eine enge Beziehung zu den Realitäten der Vergangenheit haben. So wird die Erfahrung der Vergangenheit in der Gegenwart unterschiedlich wiedergegeben, und zwar mit der Deutlichkeit, die ihr durch die fest umrissenen Sinnesdaten zur Verfügung gestellt werden. Auf diese Weise ist ein gut strukturiertes Gedächtnis ein Geschenk der Sprache, wenn man dies als einen Ausdruck seiner selbst aus der Vergangenheit in die Gegenwart hinein versteht. Das gut strukturierte Gedächtnis als Geschenk der Sprache ermöglicht in ihrer Temporalität Seinsverfassung und Seinsverständnis. Die abhanden gekommene Zeit soll mit der Sprache wiedergefunden werden, um so die Seinsbezüge zu rekonstruieren. Ohne Temporalität der Dinge keine Spurensuche, die auf ihre Geschichten verweisen können und deren Sinn dadurch versammeln. Das in der Sprache bleiben macht die Dinge nicht unbedingt einfacher und heißt für Frau M. immer auch, das Fehlen des Sprechens der Dinge zu realisieren. Daher wohl auch ihr Sprechen als Währendes in der Frage bleiben. Fragen, auf die die Situation oftmals keine Antwort hat, sondern mehr Fragen generiert. Soweit, dass sogar das Fragen selbst problematisch wird, da es oftmals unklar ist, was zu fragen ist.
Ja, genau. Da können wir schon die Frauen entschieden. Da kann man raus, ne? Nicht? Nachher? Ja. Danke, danke. In dem Moment des dementiellen Ereignisses hat Frau M. vergessen, dass und warum sie ins Alten- und Pflegeheim gekommen ist und dass sie dort schon eine Weile lebt. Es scheint daher nicht verwunderlich, dass sie außer sich ist an einem fremden Ort voller scheinbar unhöflicher Menschen, deren Ausdruck Schlimmes suggeriert. Sie hassen sie. Mehr noch, es ist ein Ort, an dem ihre wichtigsten Fragen ignoriert werden und keiner mit ihr über ihre Situation, ihr Dasein kommuniziert. Wie ist sowas möglich nur, fragt Frau M., fühlt sich schlecht behandelt, fürchtet abgewiesen, ausgeschlossen zu werden. Ihre Fragen laufen ins Leere, sie weiß nicht, wie sie sich dazu verhalten soll, was sie tun kann und sagen kann, sorgt sich darum, dass andere böse auf sie sind, obwohl sie doch nur Gutes will und all ihre notwendigen Pflichten erfüllt hat und sie als selbstverantwortlichen Menschen charakterisieren. Nicht einmal das Trugbild im Fenster, das Geschlossene, das Suggerierte sei offen, hilft weiter. Frau M. ist am Ende ihrer Träume angelangt. Dennoch hält sie daran fest, dass sie nach Hause kann, nur weiß sie nicht wann. Aber ihr Entschluss ist gefasst, sie geht nach Hause. Was das heißt, bleibt im Dunkeln. Darüber lässt sich nur spekulieren. Frau M. strebt nach dem Offenen, mit zum Zugang zur Offenheit, dem Öffnen als Gegenverwirklichung zum Schließenden, Abweisenden, Geschlossenen, Unzugänglichen. Eine Art Zurückfaltung der ins Außen gekehrte Welt in ein Inneres als Außen, ein Inneres, das das Außen versammeln lässt, das ein Zuhause sein und fühlen in und mit dem Außen erlaubt. Das Zuhause ist die Bedeutsamkeit des Sein-Könnens, das sich nicht mit einem so einfachen »So ist es« zufrieden geben kann. Gekennzeichnet vom dementiellen Ereignis hat Frau M. dies vortrefflich formuliert. Ich werde einfach vor vollendete Tatsachen gestellt und soll damit zufrieden sein. Ich kann damit nicht zufrieden sein, sagt sie bestimmt. Und sie fügt hinzu, dass sie alle ihre Pflichten erfüllt habe, die notwendig waren. Frau M. sieht sich als sozialer, das heißt als sorgender, teilhabender Mensch, der seinen Beitrag zur gesellschaftlichen Ordnung geleistet hat. Frau M. sieht ihr Selbstsein als mit und für andere. Die scheint aber auf keine Anerkennung durch die anderen zu stoßen. Ihr gesellschaftliches Sein wird durch eine Tatsachenwelt korrumpiert, die von anderen hergestellt wurden, ohne Frau M.'s Mitwirkung, ohne ihr Dazutun und das bis in ihre persönliche Sorgestruktur, ihre Wohn- und Lebenswelt hinein. Frau M. wehrt sich dagegen, dass ihr Anspruch auf gesellschaftliches wie individuelles Sein, ihre Lebenswahrheit, so könnte man sagen, durch vollendete Tatsachen anderer nicht anerkannt wird. Frau M. mahnt an, dass die anderen wohl vergessen hätten, dass sie sich immer als teilhabendes und gegebenes Mitglied der Gesellschaft verstand und versteht sich eben nicht als egoistisches Wesen, das vollendete Tatsachen produziert. Und das sollte auch für die anderen gelten, das ist ihr moralischer Anspruch. Und sie will als gesellschaftliche Person mit Pflichten und Rechten erinnert sein und behandelt werden. Teil einer geteilten Fürsorgestruktur, die überhaupt erst gesellschaftliches Sein ermöglicht. Ihr aufgeregter existenzieller Widerstand richtet sich gegen eine Welt egoistisch isolierter, vollendeter, einfach nur vorliegender, aber machtvollen, beängstigten, amoralischen Tatsachen, denen, so scheint es, jeder Sinn von Gesellschaftlichkeit und sozialer Gewordenheit fehlt. Die Umwelt wird zur dementen Umwelt, die jeglichen sozialen Sorge- und Gesellschaftscharakter durch ihre Vollendetheit dementiert. Die Umwelt und ebenso ihr Selbst wird zur Blackbox. Mehr noch, die Vollendetsein der Dinge ist nicht wirkungsneutral. Sie fürchtet sich und fühlt sich einem oppressiven System ausgeliefert. Die unverständliche und unakzeptable Situation wird nicht besser durch die Bestätigung der Filmemacherin, sie hätte doch alle ihre Pflichten erfüllt. Frau M. ist besorgt, wie es nun weitergeht und dies in einem existenziellen Sinne verstanden. Ja, und nun?
Was geschieht jetzt? Fragt sie. Die Filmemacherin versichert Frau M., dass sie hier wohnen bleiben kann. Daraufhin Frau M., wohnen bleiben? Und sie betont das Bleiben. Wohnen bleiben? Was heißt das? Sie sind schon eine Zeit hier, erwidert die Filmemacherin. Eine Zeit und keiner hat mir was gesagt. Wie ist sowas möglich nur? So Frau M. Es scheint, dass im dementiellen Ereignis die Zeit keine Anwendungsmöglichkeit auf die statische Natur der Dinge hat. Die Existenz wird bedeutungslos. Frau M. sorgt sich um die Situation, indem sie ihr Zeit geben will. Sei es mit dem Verweis auf ihr vergangenes Leben als sozialer Akteur und gesellschaftliches Wesen, sei es mit der Frage nach dem Jetzt und wie es weitergehen soll. Das Jetzt ist eben nicht zeitlos, sondern im Jetzt, wie Heidegger und Whitehead gleichermaßen argumentieren. Ich zitiere Heidegger, im Jetzt als solchem liegt schon die Verweisung auf das Nicht-Mehr und Noch-Nicht. Es hat in sich selbst die Dimension nach einem Noch-Nicht und einem Nicht-Mehr. Das Noch-Nicht und Nicht-Mehr sind nicht dem Jetzt als Fremdes angestückt, sondern gehören zu seinem Gehalt selbst. Das Jetzt hat aufgrund dieses Dimensionscharakters in sich den Charakter eines Übergangs. Im Zug des dimensiellen Ereignisses bleibt Frau M. jedoch im Zwischen des Nicht-Mehr und Noch-Nicht stecken. Und ihr körperliches Sein und ihre Umwelt dementieren ihr Sein-Können, ihr soziales und damit immer auch materiales Sein, ihre temporale Sorgestruktur. Solche die Temporalität dementierenden Objekte und Situationen haben im dementiellen Ereignis ihren Modus des Seins von positiv gefühlten, mehr oder weniger verstandenen, sozialen, mitbegründeten, oftmals unhinterfragten, hin zu einem negativ empfundenen, isolierten und isolierenden, unverstandenen, vorgegebenes, vorliegendes verändert. Soziales wird nicht sozial, gesellschaftliches wird individuell. Und es ist dennoch Frau M.'s soziale Grundstimmung, das Nicht-Soziale wieder sozial werden zu lassen. Und zwar dadurch, dass sie das Nicht-Soziale als das Problematische und Fragwürdige erfährt und benennt. Ihre Möglichkeit zur Lösung des Problems sind begrenzt. Und wie wir gesehen haben, lassen sich diese wiederum nur sozial, das heißt mit Hilfe anderer, in den Griff bekommen. Deutlich wurde, dass dimensionelle Ereignisse die Wiederholung des Fragwürdigen und Problematischen erzwingen, jedoch ohne das zu wiederholen, was den Anstoß des Fragwürdigen und Problematischen ausgelöst hat. Dadurch initiieren dimensionelle Ereignisse eine prekäre Situation affektiver Relationen, vorliegend oppressiver Materialitäten und existenzieller Fremdheit. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass Frau M. auf solche Situationen verzichten will. Gerade dann, wenn ihre existenziellsten Fragen nach eben der Temporalität der Dinge wie die nach dem Jetzt und nun, dem Bleiben, dem Nachher unbeantwortet bleiben. Frau M. erinnert uns an die wohl existenzielle Bedeutung des oftmals so dahingesagten Spruchs, gut Ding will Weile haben. Die guten verweilenden Dinge finden sich aber nur dort, wo sich in der Zeit leben lässt. Und das ist wohl Frau M.'s Zuhause, an das sie sich noch vage erinnert und wohin sie will. Das ist Frau M.'s Traum, der sein Ende immer wieder findet, indem dieser durch das Festsitzen im Noch-Nicht und im Nicht-Mehr dementiert wird. Vielen Dank. Gegenwärtig, aber müsste man mit Heidegger nicht den Zukunftsbezug, der gegenwärtig realisiert wird, mit einbauen? Ich meine, der Zukunftsbezug ist sozusagen das Sein können, was ständig in Frage steht, zum Problem wird. Also im Gegenwärtig, das ist der ständige Versuch, Sein können zu generieren. Aber durch den dementiellen Akt oder durch das dementielle Ereignis sind die Dinge sozusagen in ihrer Temporalität so kurz, dass sie sozusagen, man könnte sagen, ontologisch fallen. Man kann nichts mehr dazu sagen. Sie sind da, Whitehead würde von aktuellen Ereignissen sprechen. Die sind da
um zu verschwinden. Die sind nötig, brauchen wir ständig, um überhaupt unsere soziale Welt aufzubauen. Aber sie kann sich so aus diesen aktuellen Ereignissen lässt sich keine Struktur von Zeitlichkeit oder Temporalität mehr generieren. In diesem Moment ich rede nur von diesem dimensiellen Ereignis. Also die komplette Phase der Demenz habe ich jetzt sofort ausgeschlossen. Es ging nur um den Moment des dimensiellen Ereignisses. Also ich habe jetzt noch 4 Meldungen, ich schließe schon mal die Liste. Wenn wir noch Zeit haben, öffne ich noch mal. Wäre, das ist jetzt vielleicht tatsächlich sehr spekulativ, was wäre, wenn die Sprache weggeht? Das gibt es ja empirisch auch. Ja, die Sprache geht verloren oder wird selbst so wirr, dass diese Strukturiertheit überhaupt nicht ja, also ich arbeite auch mit Leuten zusammen, die also es gibt ja zum Beispiel ein Promotionsvorhaben, da geht es nur um 15 Sekunden von einer Person mit Demenz, für die ganze Promotion. Und zwar wird versucht, auf Gesten zu verweisen, die außerhalb der Sprache liegen, die aber in unseren Ordnungsschemen, in unserer Alltäglichkeit einfach nicht funktionieren. Wir sind viel zu schnell mit unserem Denken, wir sind viel zu schnell mit unseren Aktionen, aber man stellt fest, dass viele Demenzkranke ständig Gesten artikulieren, aber, also wir sind das Problem sozusagen, nicht der Demenzkranke. Also uns fehlt die Anschlussfähigkeit außerhalb der Sprache. Soziologisch ist das natürlich höchst spannend, weil man dadurch natürlich eine Wissensstruktur zum Problem und zur Frage macht, die, ja, wenn man jetzt an Preaching anknüpft, der Demenzkranke ist jetzt auch einer, der diese Alltagswelt, also wir werden ja alle irgendwann mal älter und wir leben in alternden Gesellschaften und die Wahrscheinlichkeit, dass uns die Demenz erwischt, ist jetzt nicht so klar. Also. Ja, vielen Dank. Ich finde den Ball nicht auf diese dokumentarische Präsentationsform und Ihre Produktionsweise eingehen, denn das sind die methodologischen Fragen, wie wir in der Lage sind, Leute mit Demenz zu verstehen. Die sind hochgradig schwierig und ein Dokumentarfilm ist eine enorm gefährliche Form, um so etwas darzustellen. Die zwar alle Leute beeindruckt, aber soziologisch umso problematischer. Ja, ja. Ich meine, mit der Demenz hat man das Problem, dass man überhaupt keine allgemeine Aussage macht. Ich kann die Demenzperson nicht mit einer anderen vergleichen. Also von daher kann ich den Dokumentarfilm nicht mit einem anderen vergleichen. Und das Rausholen und so, das ist wie so ein bisschen wie im Labor. Also ich mache es ein bisschen mehr an und dann kriege ich vielleicht ein besseres Ergebnis. Für das, was mich interessiert in dem Fall. Ich meine, die Interaktion und die Sprache selber, wenn man den ganzen Film sich anschaut, ist es in der Tat so, dass die Filmemacherin, die hat es ungefähr so ein Jahr begleitet, es geschafft hat, mit ihr zu reden, wann sie es gut fand, also wann beide es gut fanden und wann sie einfach nur mit ihr da saß und nichts sah. Und in dem Nichtsagen wurde mehr gesprochen, oftmals, um sie in eine positive Situation zu bringen. Es ging dann so weit, was weiß ich, dass 10 Minuten nichts gesprochen wurde und dann hieß, komm, lass uns gehen, wir gehen weg von ihr. Also, durch die Nichtsprache wurde dann so ein kommunikativer Akt von Gemeinsamkeit erschlossen, den das ganze pflegerische Umfeld nicht zustande gebracht hat. Ja, in der Tat, ich spekuliere, ich übertreibe. Das Buch schreiben. Gut, vielen herzlichen Dank. Ich werde nicht über Diskurs sprechen oder sehr wenig über Diskurs sprechen. Es war eine ursprüngliche Idee, aber dann war die Idee im Grunde oder mein Gefühl, ich will auch mal über was anderes sprechen. Und das schließt, glaube ich, in manchen Punkten an, aber auf ganz andere Weise. Und es ist, glaube ich, auch noch nicht so weit zu Ende, sondern eigentlich eher etwas in Progress vielleicht. Ursprüngliche Idee war eigentlich, herzlichen Dank für die Einladung, ich hatte in Bamberg über neuen Materialismus gesprochen und dachte, ich mache hier eine starke Kritik des neuen Materialismus und im Zuge der Beschäftigung damit ist mir das ein bisschen verloren gegangen und
Das will ich versuchen zu zeigen und eigentlich dafür plädieren, ihn eher die Diskussion als eine Anregung für die Wissenssoziologie eben zu begreifen, wie dieser Kongress das auch tut, ein paar Probleme, die dort aufgeworfen werden, aufzugreifen. Unter dem Begriff des neuen Materialismus werden seit einigen Jahren oder vielleicht seit einem Jahrzehnt verschiedene Ansätze diskutiert, die sehr entschieden als Materialist-Turn in Erscheinung treten und vor allem gegen den sogenannten sozialen Konstruktivismus, auch gegen den Diskurskonstruktivismus, den Poststrukturalismus im Allgemeinen und so weiter argumentieren. Diesen Ansätzen wird vorgeworfen, dem Nichtmenschlichen, den verschiedenen Gegenständlichkeiten nicht genügend Rechnung zu tragen, kulturalistisch oder idealistisch verkürzte Forschung zu betreiben. So ein bisschen in der deutschen Ideologie, Marx und Engels sagen am Anfang, es gibt diese deutschen Idealisten, die irgendwie denken, man kann fliegen und dann, oder man ertrinkt nicht, wenn man heftig dran denkt, und dann sieht man, was man davon hat. Irgendwie scheint mir das eine Wiederholung zu sein. Dagegen wird eine neue Metaphysik, wobei ich vorausschicke, der neue Materialismus hat nichts mit dem alten zu tun. Dagegen wird eine neue Metaphysik und Ontologie gesetzt. Die ontologische Enthaltsamkeit der Soziologie oder großer Teile der Soziologie und deren Konzentration auf Fragen der methodologischen Sicherstellung von Erkenntnismöglichkeiten erscheint nunmehr gerade als das Kernproblem der gegenwärtigen Wissenschaften und Sozialwissenschaften, das es zu überwinden gilt. So spricht Jane Bennett von Vibrant Matters, Rosie Braidotti vom posthumanen Subjekt, Karen Barat entwickelt den agentiellen Realismus, Manuel de Landa plädiert für eine Theorie der Assemblagen und Brian Massumi beschäftigt sich mit einer radikalen Affekttheorie. Das durchgehende Grundmotiv, die Kritik am Sozialkonstruktivismus, wird ergänzt durch eine Kritik am positivistischen Realismus, wie es andererseits heißt. Insbesondere aber dem Sozialkonstruktivismus wird ein sozialer Essentialismus vorgeworfen. Hier gelte, so ist die Behauptung, die Dinge nichts, nur ihre kulturelle Vermitteltheit und Beschreibung. Zentraler Bezugsautor der verschiedenen Perspektiven innerhalb des neuen Materialismus ist der französische Philosoph Gilles Deleuze, der seine Philosophie als ein ontologisch angelegtes Programm eines transzendentalen Empirismus begreift. Die Rezeption, da haben wir schon kurz drüber gesprochen, die Deleuze erfährt in diesen Diskussionen, ist allerdings vielleicht ihrerseits zu befragen. Ich will im Folgenden darauf eingehen, wie der neue Materialismus, insbesondere der agentielle Realismus, diese Deleuze'schen Begrifflichkeiten aufgreift und das ein Stück weit diskutieren. Der Philosophie von Deleuze legt die These zugrunde, dass vor aller begrifflichen Erfahrung das Sein als ein permanentes und vitales Werden von Ereignissen gedacht werden muss, das uns Fragen stellt. Wir haben das gerade im Grunde in einer besonderen Form gehört und das um das Verhältnis von Differenz und Wiederholung greift. Verschiedene Konzepte der deleuzianischen Philosophie, wie die Begriffe des Ereignisses, des Werdens, der Deterritorialisierung, des Affekts, der Assemblage bzw. des Agencements, der Kraft oder der Virtualität zählen zu den Grundbegriffen, an die der neue Materialismus anschließt. Seiner Rhetorik unterliegt oder impliziert einen enormen Überbietungsgestus. Er fegt das etablierte Analyse- und Methodenvokabular der Sozialwissenschaften hinweg und plädiert ausgehend von seinen ontologischen Setzungen für neue Formen, im englischsprachigen oder US-amerikanischen Kontext, vor allem durch die mehrfache Wiederholung des Begriffs Post. Man versteht sich als postqualitativ, postmethodisch, postmethodisch und so weiter. Inzwischen ist bei Sage die erste Einführung in den neuen Materialismus für Soziologinnen erschienen. Verschiedene Sammelbände im deutschen Sprachraum betonen die Relevanz und die großen Innovationspotenziale dieser Ansätze. Erste empirische Studien berufen sich auf diese Perspektive. Auf EU-Ebene ist ein Kostprogramm, eine Diskussionsgruppe eingerichtet. Und soweit ich das sehe, sind auch schon einige BMBF-Forschungsprogramme an dieses Vokabular anschlussfähig geworden oder nutzen es für ihre Förderschwerpunkte. Eine forschungspraktische Anwendung, die ich kurz erwähnen will, bildet zum Beispiel die sogenannte Walking-Forschung. Sie argumentiert, man solle Menschen nicht mit Fragebögen oder zu Hause nach ihrem Raumerleben fragen, sondern bei Spaziergängen begleiten, um mitzubekommen, wie sie situativ
auf ihre Umwelt reagieren, insbesondere ihre städtische Umwelt. Ein typischer Titel eines solchen Beitrages lautet etwa: The Farmers Market Feels Good, Walking and Talking in Two Local Farmers Markets. Das ist die Idee, dass sie sozusagen die Realität der Erfahrung in ihrer Komplexität analysieren oder mitbekommen, wenn sie begleiten und sehen, wie die Leute sagen, oh, der Apfel sieht aber schön aus und der riecht gut und das Obst, also die ganzen Sinne sozusagen in der Situation mit einbeziehen können. Wobei ich denke, es gibt hier sozusagen einen Einschlag eines poetischen Realismus. In diesem Beispiel geht es eben darum, wie Farben, Geräusche, Gerüche, welche von den Marktständen ausgehen, die Passantinnen affizieren. Bereits vor einigen Jahren hat die Sozialpsychologin Margaret Wetherell, Sozialpsychologin und Diskursforscherin Margaret Wetherell, in Bezug auf die Affekttheorie von Masumi darauf hingewiesen, dass sich dort leider keine einzige Rezeption von und Auseinandersetzung mit tatsächlicher sozialwissenschaftlicher Forschung und Theoriebildung fände und bedauerlicherweise jedes Verständnis der Rolle von Interpretations- oder Deutungsprozessen fehle. Sie schreibt, die Übersetzung der Philosophie von Deleuze in die Register der Sozialforschung bedarf einer sorgfältigen Arbeit. Eine Philosophie der Kraft des Werdens, des Potenzials, der Begegnung und Differenz zu formulieren, ist etwas anderes als soziale Phänomene, beispielsweise in ihrem Fall affektive Phänomene, zu untersuchen. Diese Feststellung, die sie in Bezug auf die Affekttheorie trifft, lässt sich sicherlich auf die verschiedenen Ansätze des neuen Materialismus ausweiten. Sie kommen aus der Naturwissenschaft, wie Barat aus der Philosophie, wie Bennett aus der Kunsttheorie und Kunstpraxis, wie de Landa und Masumi. Sie formulieren ihre Position auf der Grundlage der Philosophie von Deleuze und der verschiedenen Positionen, auf die sich Deleuze wiederum beruft. Und sie zeichnen sich allesamt durch die weitgehende Nichtbeachtung soziologischer Forschung, Theoriebildung und methodologischer Reflexion aus. Oder vielleicht anders formuliert, sie scheinen ein Feindbild von Sozialwissenschaften im Blick zu haben, das vielleicht in manchem die große standardisierte Forschung adressiert, aber eigentlich nie expliziert wird. Besondere sozialwissenschaftliche Prominenz haben die Arbeiten der Physikerin Karen Barat zum agentiellen Realismus erlangt. Sie erklärt die Interaktion materiell-diskursiver Komponenten zur Grundeinheit von werdenden Phänomenen. Das sind Begriffe oder Definitionen von ihr. Dieser Versuch oder diese Erklärung, diese These stützt sich auf eine spezifische Rezeption der quantenphysikalischen Diskussion bei Niels Bohr, die anlässlich des Streites um die Wellen- oder Teilchennatur des Lichtes formuliert worden ist. Bohr argumentiert, dass nicht die Apparatur jeweils eine Eigenschaft des Lichtes einfängt, sondern die Apparatur ist so mit Materie gekoppelt, dass das Licht eben in dieser oder jener Weise materialisiert wird. Es geht gewissermaßen um das Zusammenspiel von Beobachtungsapparatur und Materialität als dem oder dem Existenziellen oder dem, was gegeben ist. Und je nach Beobachtungsapparatur erscheint eine andere Materie. Dieser These wird von Barat weitreichende Bedeutung auch für die Sozial- und Humanwissenschaften zugesprochen. Es gelte deswegen, ich zitiere, einen posthumanistisch-performativen Ansatz zum Verständnis technisch-wissenschaftlicher und anderer natürlich-kultureller Praktiken zu entfalten, der, so ich zitiere Barat, die dynamische Kraft der Materie anerkennt und berücksichtigt. Ich will nicht dieses Zitat vorlesen, Sie sehen es im Hintergrund, was sie unter anderem fordert. Barat geht davon aus, dass das Seiende als andauerndes Werden, als andauernde Materialisierung begriffen werden muss. Dieses Werden vollzieht sich als sogenannte Interaktion in Relationen, die keine vorgehenden Substanzen voraussetzen. Daraus entstehen dann Phänomene, wie sie es nennt, ontologische Unzertrennlichkeiten, Verschränkungen interagierender Agenzien, Agential Cuts, in denen Materialität und Bedeutung eine Assemblage bilden oder ein Agencement bilden. Vielleicht komme ich darauf zurück. Weiterhin führt sie aus, um die Bedeutung von Meta ein wenig zu stärken. Meta feels, converses, suffers, desires, yearns and remembers. Thomas Lemke hat
kritisiert oder diskutiert, ob Barat nicht nun zugunsten der Materie gewissermaßen ein Bias einführt. Gegen die Position des neuen Materialismus, insbesondere auch gegen diejenige von Barat, sind vor allem aber nicht nur im englischsprachigen Raum viele Kritiken aus der Soziologie und benachbarten Sozialwissenschaften formuliert worden, die eigentlich in der Rezeption nicht berücksichtigt werden, zumindest weder im deutschsprachigen noch im englischsprachigen Raum, soweit ich das sehe. Ich kann hier darauf nicht zurückkommen, ich habe dazu an anderer Stelle auch ein wenig geschrieben. Seinen anhaltenden Rezeptionserfolg verdankt ihr Ansatz wohl der Vermischung von analytischen und ethisch-politischen Ansprüchen, weil sie ihn verknüpft mit der Verheißung einer postanthropozentrisch weltversöhnten Lebensweise. Tatsächlich verbirgt sich in ihm wohl ein neuer Spiritualismus oder ein neuer Animismus, der von der Allbelebtheit alles Seienden ausgeht, zumindest dann, wenn man dieses Zitat über Metta in diesem Sinne liest. Vielleicht ist der Material Turn deswegen der Vorbote des kommenden Spiritual Turn. Rosi Braidotti argumentiert schon explizit für eine katholische Soziologie. Mir geht es in diesem Vortrag im Weiteren nicht darum, Kritiken am neuen Materialismus en Detail vorzutragen. Vielmehr will ich einige davon ausgehende Anregungen aufgreifen und danach fragen, ob wir sie mit der hermeneutischen Wissenssoziologie oder der interpretativen Soziologie vermitteln können, beziehungsweise ob wir daraus Anregungen gewinnen können. Für die Diskursforschung habe ich das im Rekurs auf den Dispositivbegriff schon vorgeschlagen. Ich will mich hier allgemeiner auf die Wissenssoziologie und interpretative Forschung beziehen. Dass dies möglich sein könnte, dafür scheint mir ein Indikator zu sein, dass die Studien, die es gibt, die sich auf den neuen Materialismus berufen, im Grunde Ergebnisse produzieren, die sie vielleicht ohne diesen Theorieapparat hätten auch produzieren können, weil sie in ihren Ergebnissen sehr stark auf Deutungen, Interpretationen kommen und darauf, dass Objekte nicht dieselben sind, weil sie von sozialen Akteuren anders interpretiert werden. Ich will Ihnen ein Beispiel geben für eine Studie aus dem deutschsprachigen Raum, die mehrfach publiziert worden ist. Ich will insgesamt auf zwei Beispiele eingehen. Ich will die Studie nicht lange diskutieren. Die Studie von Grit Höppner über, wie sie es titelt, Materialisierungsprozesse von Wiener Rentnerinnen am Beispiel von Bergerzählungen, ist eine Studie, die sich ganz explizit sozusagen auf die Baratsche Ontologie bezieht. In dieser Studie geht es darum, mit Bewohnern in Altenheimen, mit älteren Männern darüber zu sprechen, wie sie in den Bergen waren, was das für sie bedeutet und sie weiter und so weiter. Nach Auskunft von Grit Höppner werden dadurch Materialisierungsprozesse im Sinne Barats wie folgt untersucht. Ich zitiere: Auch wenn Berge nicht als reale Dinge in den Interviews gegenwärtig waren, so materialisierten die Interviewten durch ihren nonverbalen Bezug auf Berge, nonverbal meint in dem Falle, dass sie auch körperlich sozusagen Bewegung zeigten, jene Merkmale, die sie diesen erinnerten Dingen zuschreiben. Aufgrund ihrer aktiven, also ich bin noch im Zitat, aufgrund ihrer aktiven Wirkmächtigkeit regten die Berge diese Zuschreibung aber erst an. Das ist der Satz, mit dem ich Probleme habe in diesem Zusammenhang. Es geht im nächsten Satz weiter. In diesem wechselseitigen Bezug habe ich zwischenzeitliche Grenzverschiebungen zwischen Menschen und Nichtmenschlichem analysiert, die Anregungen geben, um deren Verhältnis neu auszuloten und den Dualismus human-nicht-human zu hinterfragen. Das ist, glaube ich, ein ziemlich typisches Beispiel für Forschung, ein Teil der Forschungsarbeit. Wir haben in einem Band mit Michael Meuser über Altern, vergängliche Körper auch einen Beitrag von ihr abgedruckt, den ich sehr empfehlen kann, weil er sehr interessante Studien eigentlich vorliegt, die ich aber glaube nicht dem Grundansatz geschuldet sind. Wenn man von diesen Besonderheiten der Sprache über die Wirkmächtigkeit absieht, dann haben wir vielleicht einen Fall, der ganz ähnlich ist wie das, was vorhin schon Thema geworden ist, nämlich die Frage nach dem Erinnerungsvermögen und die Frage nach dem Zusammenspiel vergangenen Erlebens und Erfahrens in aktuellen Prozessen des Erinnerns. Die berühmte Passage dazu ist Marcel Proust und die
Madeleine-Szene, die Sie hier im Hintergrund ein Stück weit sehen. Und das ist auch für Gilles Deleuze unter anderem eines der Beispiele, an dem er deutlich macht, worum es ihm eigentlich geht, oder die Frage, die er unter anderem untersuchen will, wie im Grunde eine solche Konjunktion zusammenkommt, könnte man sagen. Erinnerungen hängen sicher mit vergangenem Erleben zusammen, auch dem Erleben von Gerüchen, taktilen Stimmungen, Farben und so weiter. Doch sie sind auch trügerisch, wie wir wissen. Wir können uns erheblich täuschen, denken, wir seien da und da gewesen und waren doch nie da. Wir können darüber berichten, im Sinne einer absichtlichen Lüge, auch im Sinne einer Selbsttäuschung über das, was wir erlebt haben. Das kennen wir vielleicht alle mehr oder weniger. Als Erfahrung zugängliche Erinnerungen sind deswegen vor allem Sinngebungen im Hier und Jetzt und daraus abzuleiten, die Berge oder die Madeleines wären daran hier und heute interaktiv beteiligt, ist eine meines Erachtens gewagte These. Vielleicht deswegen wählt Frau Höppner auch in ihrer Studie sehr häufig ein einschränkendes beziehungsweise in den Interpretationen oder in den Deutungen der Akteure jetzt und hier, um ihre Resultate zu plausibilisieren. Dadurch wird freilich die Grundthese der Interaktion abgeschwächt. Gleichwohl wird damit aber für die Wissenssoziologie die interessante Frage aufgeworfen, welche Elemente des Erlebens zu Ankerpunkten der Erfahrung werden und auf welcher Ebene, auf welcher Schichtebene, wenn Sie so wollen, wie sich also das, was außerhalb unserer selbst ist, vielleicht auch wir, die außerhalb unseres selbst sind, in uns einschreibt, unser Erleben prägt, spezifische Möglichkeiten von Erfahrung schafft. Und denken Sie kurz an den Pommesgeruch in der Mensa und Sie können sich diese Erinnerung lebhaft vor Augen führen oder mehr oder weniger. Bei Deleuze wird dafür der Begriff des Agencements unter anderem verwendet, oder so lese ich das jedenfalls, Agencement, was bei Latour dann die Hand und die Pistole ist, also eine Konstellation von zwei Elementen, die dadurch etwas Neues erzeugen, also die Madeleine und der Geschmack, den man hat und beim Essen. Dieser Begriff Agencement ist ins Englische als Assemblage vor allem übertragen worden und hat damit eine ganz andere Konnotation, auf die möchte ich jetzt kommen. Endlich der fliegende See. Kein Film, aber also kein Dokumentarfilm, ein Kinofilm. Der fliegende See, eine Gesellschaft einigt sich, regenerative, saubere Energien zu nutzen. Es wird beschlossen, in den Bergen eine Staumauer zu bauen und dadurch einen See zu bilden, dessen Wasser Turbinen antreiben kann. Es werden verschiedene Gutachten eingeholt, Prognosen des Energieverbrauchs, die Notwendigkeit der geplanten Infrastruktur, die Sicherheit des Geländes, die Geeignetheit des Standortes. Schließlich werden Konstruktionspläne angefertigt und der Bau kann beginnen. Nach fünfjähriger Bauzeit erfolgt die feierliche Eröffnung. Der Minister ist da, Bauherren und Vertreter der Betreibergesellschaft sind da, Bürgermeister, Bürgerinnen und so weiter. Man feiert einen wesentlichen Schritt nach vorn in eine ökologische Zukunft. Zwei Jahre später passiert es. Oberhalb des Sees erfolgt ein Bergrutsch, ein riesiger Gesteins- und Geröllblock stürzt in das Wasser. Der See tritt über die Staumauer und überschwemmt fünf anliegende Dörfer. Das ist auf diesem Filmplakat sozusagen die Stilisierung. 2000 Tote. In den Pressemeldungen heißt es, das ist das Tal des Unglücks, Schlamm, Schweigen, Einsamkeit, auf der Stelle begreifen, dass all dies endgültig ist, dass da nichts mehr zu tun oder zu sagen ist. Tausende von Menschen gestern noch da, heute sind sie Erde und niemand hat Schuld, niemand kann das vorhersehen. Im Atomzeitalter könnte man sagen, es war eine saubere Katastrophe, die Menschen hatten nicht ihre Finger im Spiel, die Natur hat alles gemacht. Und die ist weder gut noch böse, sondern gleichgültig. Es handelt sich wieder einmal, so könnte man sagen, um ein Beispiel für die ewige Geschichte der Arroganz des Menschen gegenüber der Natur, einer Natur, die ihm seine Grenzen vor Augen führt. So reiht sich die Katastrophe in die Serie der Katastrophen der Menschheitsgeschichte. In einer weiteren Zeitung heißt es, ein Stein ist ein Glas gefallen, das Wasser ist auf die Tischdecke gelaufen, das ist alles. Nur, dass der Stein so groß wie ein Berg war, das Glas ein paar hundert Meter hoch und unten auf der Tischdecke waren Tausende von Menschen, die sich nicht wehren konnten. Aber das Glas ist nicht zerbrochen. Man kann den, der es gebaut hat, nicht beschimpfen, denn das Glas war gut gemacht. Nach allen Regeln der Kunst, der Damm war und ist ein Meisterwerk, auch in ästhetischer Hinsicht. 7 Jahre nach dieser Katastrophe, die sich tatsächlich 1963 in Italien ereignete,
Also im Oktober 1970 werden der Direktor der staatlichen Aufsichtsbehörde für Staudämme und der Direktor der Abteilung für Wasserkraftwerke der Elektrizitätsgesellschaft vor Gericht als umfassend verantwortlich für Bergrutsch, Überschwemmung und Totschlag befunden und zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Der Kassationshof in Rom erklärt beide für schuldig an einer einheitlichen Katastrophe, Überschwemmung mit erschwerenden Umständen aufgrund der Vorhersagbarkeit des Geschehens, einschließlich Bergrutsch und Tötung. Wir haben sozusagen eine komplette Uminterpretation dessen, was zuvor ein Naturereignis war, ein bedauerliches, katastrophales, hin zu einem menschlichen Ereignis. Was war passiert? Nun ja, es geht natürlich in diesem Fall zunächst sehr stark um materielle Prozesse und Effekte. Der Berg rutscht, das Wasser wird aufgewühlt und wird zum fliegenden See. Die Betondämme zwingen es dazu, über die Staumauer zu treten, und es gibt Menschen, Häuser, Tiere, Grund und Boden, die verwüstet werden. Ich will versuchen, kurz zu erläutern, welche Vorschläge der neue Materialismus macht, um eine solche Katastrophe zu untersuchen oder ein solches Ereignis. Ich beziehe mich dabei auf das vorhin erwähnte Buch zur Einführung in den neuen Materialismus für die Soziologie. Dort heißt es zu Beginn, Sie können es lesen, die Herausforderung aller Unterscheidung zwischen Materialität der physikalischen Welt und der sozialen Konstrukte der menschlichen Gedanken und Bedürfnisse, das wird herausgefordert, und dadurch öffnet der neue Materialismus Möglichkeiten zu erforschen, wie das eine das andere affiziert und wie diese nicht menschlichen Entitäten soziale Agenten werden können. Es wird vorgeschlagen in diesem Buch am Beispiel eines Umweltproblems eine Assemblage zu rekonstruieren und zu analysieren. Ich habe das übersetzt auf diesen Fall, den wir hier haben. Eine Assemblage wird gebildet durch eine Art Assoziation von Elementen, die in der Situation sind. Zur Erläuterung heißt es, eine solche Darstellung oder jede Auswahl der Assemblage bleibe notwendig selektiv, immer jedoch sei sie, ich zitiere, das Produkt der Affektökonomie ihrer Komponenten und der Vermögen, die diese Affekte in menschlichen und nichtmenschlichen Beziehungen erzeugen. Sie sei dynamisch und immer im Prozess des Becoming Other, das heißt permanent in der Veränderung. Innerhalb der Assemblage gibt es mächtige und begünstigende Kräfte. Menschen sind keine gegenüber anderen Beziehungen privilegierte Akteure. Alle Bestandteile sind affizierend und die Ergebnisse hängen genauso stark von den nichtmenschlichen oder nicht lebendigen Komponenten ab, wie von denen der Bauunternehmer, also hier in diesem Fall der Bauunternehmer oder der lokalen Anwohner. Ich gestehe, und dieses Kapitel in diesem Buch geht an dieser Stelle auch nicht weiter, sondern formuliert dann einige Fragen, die an Assemblagen zu richten sei, dass mir nicht klar wird ganz genau, was damit eigentlich verfolgt werden soll, beziehungsweise dass die darin implizierte Argumentation, dass die herkömmliche fallrekonstruktive Forschung naiv sei oder zu viele Dinge vernachlässige, eigentlich nicht ausgewiesen wird an dieser Stelle. Den Berg oder den See wird man in dem Beispiel, das wir hier hatten, nicht fragen können, nicht fragen müssen. Das impliziert natürlich nicht, dass er im Geschehen keine Rolle spielt. Ich komme zu einem viel zu kurzen letzten Punkt. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Studien, oder eine Vielzahl ist vielleicht übertrieben, aber etliche Studien im Kontext der Science Studies und anderer Untersuchungen, die sich Fragestellungen, Problemen und Begrifflichkeiten des neuen Materialismus annehmen. Viele dieser Studien bringen im Ergebnis Fallrekonstruktionen, die deutlich machen, dass Dinge unterschiedliche Bedeutungen haben und dadurch zu anderen Dingen werden können. Mir scheint, dass dies eigentlich ein klassisches Gebiet der interpretativen und fallrekonstruktiven Tradition der Sozialforschung ist. Was ich daran anschließen möchte, jetzt sehr kurz im Ende,
Und das sind ein paar Überlegungen, die im Rekurs über die Arbeiten von Deleuze eigentlich, ich muss es ein bisschen frei machen, um zum Ende zu kommen, die sich bei mir zumindest ein Stück weit entwickelt haben, an Überlegungen. Das ursprüngliche Problem von Deleuze scheint durchaus dem ganz ähnlich zu sein, was Husserl und Schütz und so weiter umgetrieben haben, nämlich die Frage eigentlich, wie von der unterstellten Ereignishaftigkeit und der Dauer im Anschluss an Bergson des Äußeren so etwas aufgebaut werden kann wie Sinn oder eine Sinnlogik oder eine begriffliche Logik. Der neue Materialismus übernimmt eigentlich dieses Problem nicht, sondern er übernimmt die Begriffe, die beschrieben, die genutzt werden, um dieses Äußere zu beschreiben, aber nicht das, was die Übersetzung in gewissermaßen menschliche Erfahrungskategorien bedeutet. Meine Frage wäre, die sich an uns alle richtet, ob wir nicht mit der Sozialphänomenologie von Schütz und ihren Grundüberlegungen, lass mal gucken, eine gute Brücke haben, eine Brücke von der Ontologie in die Mythologie und Erkenntnistheorie, die eigentlich das Interpretationsproblem bearbeitet und im Grunde damit auch diese Fragestellung zugänglich machen kann, dass wir also insoweit ein Angebot haben, an den neuen Materialismus sich damit zu beschäftigen. Das nimmt er nämlich überhaupt nicht zur Kenntnis, also die Übersetzung von Erleben, Erfahrungen, die Sinnschichten und so weiter. Ich muss zum Ende kommen und will deswegen nur einen kleinen abschließenden begrifflichen Vorschlag machen. Vielleicht können wir im Anschluss an die Frage der Relevanzen, der auferlegten Relevanzen oder der selbstgewählten Relevanzen, das ist eine Thematik, natürlich bei Schütz in dieser Phase, so etwas unterscheiden oder ausbauen, eine vorliegende Unterscheidung zwischen gewählten und auferlegten Relevanzen, zwischen referierten, ich meine damit konstituierten, historisch konstituierten und als äußeres existierendes Referierbaren und dann widerfahrenden Realitäten, so wie in dem Beispiel vorhin, aus dem erst sozusagen eine referierte Realität werden kann. Das wären aus meiner Sicht wissenssoziologische Ansatzpunkte, um das, was im neuen Materialismus als Wirkmacht oder als gewissermaßen Wirkmacht der Matter diskutiert wird, in die wissenssoziologischen Analysen hineinzubekommen. Eine erste Typologie könnte dann unterscheiden zwischen sozusagen Widerstandskorridoren als Bewirkungsdimensionen, Widerfahrnissen, Selbstwiderfahrnissen oder die Widerfahrnis des Sees, also diese Ereignisse. Beauftragte Einschreibung könnte man sagen, im Sinne der konstruierten Dinge beispielsweise, die man folgen muss, die eine Technologie nahelegen, wie dieses Mikrofon, und situative Konstellationen im Sinne des Avancements, also des Zusammentreffens von unterschiedlichen Komponenten mit menschlichen Akteuren, die daraus Möglichkeiten der Erfahrung gewinnen. Was damit anvisiert ist, wäre im Grunde eine Wissenssoziologie, die versucht auch zu erkunden, wie das Neue entsteht oder wie das Neue Neues in Erfahrung übersetzt werden kann. Vielen Dank. Herzlichen Dank für diese Auseinandersetzung mit dem Materialismus. Zu den Auffälligkeiten gehört hier auch die Zeitlichkeit. Deswegen haben wir jetzt noch kurze Gelegenheit für einige Rückfragen und Debatten. Robert. Ja. Ich befürchte nur, es geht nicht um einen Dialog. Dass ich schon einmal fragen muss, das ist nicht ein Dialog, es sind tatsächlich zwei verschiedene Positionen, die hier stehen, die deswegen gegenüberstehen, nicht weil wir Jules Max versuchen, ich auch versucht habe, darauf zuzugehen, sondern weil sich die andere Seite dafür nicht interessiert. Ja. Ja, das, vielleicht hast du recht. Also ich versuche im Grunde jetzt von der Position einer starken äußerlichen Kritik hinzugehen, zu sagen, was kann man eigentlich anbieten. In den Veranstaltungen, die ich gesehen habe, würde ich sagen, kippt eigentlich der neue Materialismus an Ultrasubjektivismus, und zwar sowohl auf der Seite der Beobachtenden, also derjenigen, die da präsentieren, die machen poetische Beschreibungen von realen Konstellationen oder mehr oder weniger,
Oder Sie, was ich auch mehrfach gesehen habe oder so wahrgenommen habe oder so sehen würde, dass wie in diesem Beispiel mit der Bergerzählung, dass eigentlich, was die Leute sagen, im Grunde für das Ding selbst genommen werden und dass da eigentlich der subjektive Punkt oder der Blick auf das, was berichtet wird, eine völlig methodologisch unreflektierte Instanz nun wird der Aussage. Das, ja, so. Ja. Und du hast angefangen mit De Boer. Ja. Da gibt es auch eine schöne Anekdote, ja, dass Besucher, die zu seinem Haus in Dänemark kommen, feststellen, ein Hufeisen hängt über seiner Tür. Und dann sagen sie, mein Gott, Sie sind doch Naturwissenschaftler. Glauben Sie etwa so aus? Nee, sagt er, ich glaube da nicht. Ja. Dann hat er gesagt, es wird manchmal auch dafür manchmal nicht glauben. Das ist ähnlich wie in dieser Methode. Ja, ja. Kommt ja. Überraschende Ergebnisse zustande, von denen man sagt, ja klar, hier werden mehrere Faktoren ja zusammen. Aber was das jetzt theoretisch auch mit der Belohnung bedeutet, ja, 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 also diese gerade in der Assemblage, in dieser Idee, also ein Problem ist, glaube ich, Übersetzung des Agencement, Begriffs als Assemblage, der ganz andere Konnotation hat, aber dann so ein generalisiertes Vokabular des Affiziertseins und alles affiziert alles und dann darauf zu kommen, dass es aber mächtiger und weniger mächtiger gibt, das finde ich, dazu braucht man das eigentlich nicht. Aber ich finde, oder wir hatten das vorhin auch in der Diskurssession, die Diskussion, woran ich versuche im Moment zu arbeiten, ist eigentlich die Kritik daran, dass dieser Wirk- oder dieser Agency-Begriff so als ein alles gleichmachender Begriff benutzt wird. Also dagegen ein Stück versuchen, ein differenzierteres Vokabular anzubieten, wenn wir das können, vielleicht aus der Wissenssoziologie, um zu sagen, wir sehen das natürlich schon, auch wenn wir es nicht immer thematisieren, wenn wir über Wachkummer arbeiten, über Polizieren, über alles sind ja die Dinge immer mit dabei und auch das, was uns was widerfährt gewissermaßen. Aber es ist nicht unbedingt auf ein Konzept immer gebracht, also oder nicht sehr differenziert. Joachim Renn. Ja, eigentlich in Allgemeinheit, Kategorie des Wirkens, praktische Beziehungen zu Verhältnissen zum anderen. Und dann gibt es ja jetzt Konzepte, die auch diskutiert sind. Und jetzt frage ich dich, ob du im Ernst uns vorschlagen willst, dass wir nochmal einen sinnhaften Aufbau schauen, um das zu rekonstruieren. Also da würde ich doch, also kann man woanders diskutieren. Ja, ja, ja. Ich kann mal fragen, ob dir da nicht noch andere Referenzstellen einfallen. Ja, ja, ja. Ja, natürlich. Ich glaube dennoch, dass wir dass wir dort nochmal starten können. Also das ist eigentlich nicht das sozusagen da zu stoppen, sondern aus meiner, also insoweit jetzt aus dieser Lektüre zu sagen, da ist eigentlich dieses Übersetzungsproblem, was hier im Hintergrund schwingt, also diese Zugänglichkeit dieser Ontologie und die Übersetzung in Deutungsprozesse, da ist es zumindest ein Stück weit gedacht und von dort aus würde ich versuchen weiterzugehen, zu sagen, was kann man denn dazu nehmen? Wir müssen uns jetzt über die Lektüre von Schütz vielleicht länger unterhalten. Das könnt ihr in der Pause machen. Ja. Wir kommen jetzt zur letzten Frage. Ja, ja, ja. Ja. Bitte schön. Ja, da findet man sich. Ich habe aber jetzt nochmal eine Nachfrage, die zwei andere Aspekte, die jetzt noch nicht aufgetaucht sind. Und da würde mich jetzt Ihre Position interessieren, wenn man sagt, na, wie kann ich denn darauf ein bisschen psychologisch antworten? Und das wäre einmal die Dezentrierung des Subjekts. Ja. Also ihr beleuchtet da nicht eigentlich dann, wenn ich davon ausgehe, das ist ja auch das, was sehr stark gemacht wird, auch ja, in der Richtung. Ja. Also wie ich das dann in Deutungsprozesse übersetzen kann, ja, also zentriere ich das Subjekt da nicht wieder, das wäre das eine. Und das andere wäre eine Frage der Darstellung. Und das sind dann auch methodologische Fragen. Denn wenn ich davon ausgehe, dass es keine für sich stehenden Entitäten mehr gibt, egal welche das sein sollte, aber die gibt es nicht mehr, sondern ich gehe von konstitutiven Relationalitäten aus, dann bedeutet das auch, dass ich eigentlich sowas wie Typisierungen nicht mehr vornehmen kann, beziehungsweise dass das ein Darstellungsproblem dann ist, weil ich ja da diese Entitäten sozusagen wieder mit erzeuge. Und da würde mich die Position hinweisen auf diese Frage. Ja, 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 ja. Also ganz kurz zum Letzten. Ich glaube, das ist, was Sie ansprechen, ist auch das, was dazu führt, dass das eher so etwas gibt wie aus meiner Sicht einen poetischen Realismus, sozusagen eine Beschreibung singulärer Konstellationen, die eigentlich nicht
analytisch über diese Situation hinaus verallgemeinert werden können und sollen, jetzt aus der Perspektive des neuen Materialismus. Also wenn ich sozusagen an diesem Werden und dem Neuen und der Veränderung interessiert bin, so ist mein Eindruck, versuchen die Protagonistinnen zu vermeiden, ein feststellendes Konzept dazu zu entwickeln. Das ist das, was dann unbefriedigend ist. Zur Dezentrierung des Subjekts, also wir hatten hier ja auch eine längere Diskussion in der Wissenssoziologie, wenn ich davon spreche, in diesem Fall, dass es um diese Transformation von erlebender Erfahrung geht, dann ist das im Grunde diese Idee, dass die Instanz, die erleben und erfahren kann, auf die wir uns beziehen, das ist, was man Subjekt oder beziehungsweise Individuum oder Mensch nennen kann. Aus meiner Sicht ist die Soziologie von Beginn an eine Wissenschaft von der Dezentrierung des Subjektes. Also, ja, die Soziologie ist eigentlich die Disziplin, und das war vorhin die Diskussion, also das Subjekt oder das Denken oder die Sprache als eine soziale Strukturierung, einen sozialen Prozess zu begreifen. Ja. Das heißt aber nicht, dass wir Instanzen haben, die erleben und in Erfahrung übersetzen. Also das, was sinnlich, taktil und so weiter passiert, was wir nicht aufmerksam bewusst werden können, dass das in eine Deutung übersetzt wird. Das ist das, was man vielleicht den Moment nennen könnte. Aber das ist nicht Subjekt im Sinne eines starken Subjektes, nicht Subjekt im Sinne der Hegemonietheorie oder dessen, das Subjekt, das im Moment der Entscheidung aufblitzt oder solche Vokabular. Deswegen Foucault sehe ich da eigentlich ganz einfach soziologisch. Ja. Gut, herzlichen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie trotz der späten Stunde und trotz des langen Tages immer noch so halbwegs wach mich ansehen und bereit sind, mir zu folgen. Rainer Keller und ich, wir haben es nicht abgesprochen, aber das, was ich erzähle, wird jetzt die Fortsetzung sein. Ich hatte auch einmal überlegt, über Vulkane zu sprechen, aber habe mich dann doch entschieden, über die Dinge zu sprechen, also über die Artefakte. Und dabei werde ich durchaus auf die Fragen eingehen, die Rainer Keller schon aufgeworfen hat. Ich werde es vielleicht ein bisschen provokativ versuchen zu beantworten. Und ich beschäftige mich mit dem Witz, den Rainer Keller zum Schluss gemacht hat, der vielleicht Ihnen entgangen ist. Aber das war ein schöner Witz. Die Folie dankt Ihnen. Und damit beschäftige ich mich mit den Dingen. Heute möchte ich mich nämlich mit der Aktor-Netzwerk-Theorie auseinandersetzen. Und zwar mit der Version, die in den letzten Jahren von Bruno Latour in Umlauf gebracht wurde. Im Übrigen mit großem Erfolg. Und weil sie so erfolgreich ist, muss man oder müssen wir auch uns fragen, was die ANT denn so attraktiv macht. Meine Antwort darauf ist, sie bietet tatsächlich Antworten auf Fragen, die andere Theorien, auch wissenssoziologische Theorien, offen lassen oder nur undeutlich beantworten. Joachim Renn hat ja das eben mit einem anderen Zungenschlag durchaus, aber auch zum Ausdruck gebracht. Im Weiteren möchte ich versuchen, einige der grundlegenden Ideen von Latour ernst zu nehmen, soweit ich ihn verstanden habe. Was schwierig ist, weil er mit jedem neuen Text quasi Hase und Igel mit uns spielt, also neue Begrifflichkeiten mit neuen Inhalten einführt. Dennoch will ich ihn ernst nehmen und einerseits zeigen, dass er Recht damit hat, dass unter den Dingen die Artefakte bislang in einer handlungstheoretisch ausgerichteten Soziologie, die sich auf die Bedeutung von Wissen konzentriert, zu wenig Berücksichtigung fanden. Zum Zweiten möchte ich zeigen, dass die aktuelle Wissenssoziologie durchaus fruchtbare Antworten auf die Frage nach der Bedeutung von Artefakten hat, dass insbesondere, Sie verzeihen, dass der kommunikative Konstruktivismus die ANT überflüssig macht, weil er die Macht der Dinge erklären kann, ohne ihnen Handlungsmacht zusprechen zu müssen. Das werde ich tun, indem ich... Ich sehe, Sie sind noch wach. Das werde ich tun, indem ich zwei Beispiele diskutiere. Zum ersten den Highlighter, den Marker, und möchte auf die Potenz der Dinge eingehen
sich mit anderen Aktanten zu verknüpfen, also Assoziationen einzugehen. Auch das hat ja Rainer Keller schon angesprochen. Im zweiten Beispiel möchte ich anhand der Reinterpretation des Berliner Schlüssels, ich habe leider keinen mehr gehabt, aber Sie kennen ihn, sonst werde ich ihn nachher kurz beschreiben, dass auch die stählerne Macht des Schlüssels letztlich auf die Macht der vergangenen Generationen von Menschen beruht, die ihre Weltsicht und Interessen in Stahl gegossen und an die Nachwelt übergeben haben. Komme ich zuerst zum Highlighter. Natur hat bekanntlich die Dinge den menschlichen Aktanten im Hinblick auf die Handlungsfähigkeit prinzipiell gleichgestellt. Die Dinge, ganz allgemein, versammeln andere Aktanten um sich, weshalb das Ding vom germanischen Ting versammeln. Also das fühlt auch Latour genauso an, ja, dass er den Ding-Begriff über den Ting-Begriff entwickelt. Und das Ting versammelt andere Aktanten um sich. Nicht ein Mensch handelt mit Hilfe eines Dings, sondern Ding und Mensch handeln zusammen als Netzwerk, Zitat Latour. Handeln ist nicht das Vermögen von Menschen, sondern das Vermögen einer Verbindung von Aktanten. Nicht der Schimpanse, so Latour, erreicht mit Hilfe eines Stocks die Banane, sondern, Zitat, der Schimpanse plus der angespitzte Stock erreichen die Banane. Zitat Ende. Dinge und Menschen verbinden sich zu hybriden Netzwerken. Heute Morgen hat mir Silvia Wilz ein Cartoon aus dem aktuellen Stern gezeigt. Mann und Frau gehen nebeneinander. Er fragt sie, du, was willst du denn gleich? Sie, das weiß ich noch nicht. Ich muss erst mal warten, was meine Hand mit mir tut. In Bezug auf meinen Vortrag könnte man die Antwort der Frau müsste man umformulieren. Ich weiß noch nicht, wo ich das Kreuz machen werde. Ich muss einfach die Wirkung des Dings, nämlich des Stifts abwarten, was der mit mir macht. Das ist nicht ironisch übertrieben, sondern einfach nur konsequent zu Ende gedacht, wenn man die These aufstellt, dass nicht der Schimpanse mit Hilfe eines Stocks die Banane erreicht, sondern der angespitzte Stock und der Schimpanse erreichen die Banane. Bei Latour bilden die materiellen Dinge somit wichtige Bestandteile der sukzessiven Formation von Praxis. Die zentrale Frage der ANT-orientierten Forschung lautet deshalb, was vernetzt sich auf welche Weise? Die Antwort, sie versammeln andere Aktanten, das ist schon mehrfach gesagt worden, um sich und assoziieren sie auf bestimmte Weise, wobei diese Weise unter den Aktanten ausgehandelt wird. Auf diesen Aspekt will ich hier nicht eingehen. Dinge sind nicht mehr nur Themen kommunikativen Handelns, also Dinge, über die man spricht, sondern materielle Bestandteile der Praktiken, die aktiv auf den Vollzug der Praxis wirken. Zitat. Deshalb muss die Soziologie, Zitat Hillebrand, immer wieder aufs Neue die beiden für sie wichtigen Fragen stellen, was die Bestandteile der Praxis sind und wie diese Bestandteile zusammenkommen und wirken. Die wichtige Aufgabe, so Hillebrand weiter, ist es folglich, so viele Aktanten wie möglich zu identifizieren und in ihren assoziativen Verbindungen und Praxiseffekten zu untersuchen. Latour will zur Bewältigung dieser Aufgabe und ermahnt in seinem Buch ausdrücklich einen Studenten, der zu ihm kommt, keine Theorien für solche Fälle aufzustellen, sondern möglichst exakte Beschreibungen der assoziativen Verbindungen. Eine Beschreibung ist dann für ihn zutreffend, wenn alle die Aktanten genannt sind, die im Hinblick auf ein Handlungsergebnis bedeutsam sind. Ein Aktant in dieser Sicht ist der, der durch seine Aktivitäten einen Unterschied macht, der einen Unterschied macht. Handeln oder besser, Wirken hinterlässt eine Spur, wo keine Spur, da kein Wirken. Das ist dieser platte Agency-Begriff, der nicht mehr Handeln, sondern nur Wirken impliziert. Im Weiteren möchte ich versuchen, in einer bestimmten Situation die beteiligten Aktanten und deren Versammlung und deren Praxiseffekte zu identifizieren. Als Beispiel dient mir ein Ding, das vor etwa 45 Jahren das Licht der Welt erblickte und mit einer gewissen Verzögerung die Praxis des wissenschaftlichen Lesens von Büchern verändert hat. Gemeint sind die gelben, grünen und orangefarbenen Highlighter, auch Marker genannt,
mit deren Hilfe Leser und Leserinnen von Büchern bestimmte Stellen markieren, um so den Text zu gliedern, sich besser anzueignen und sich für eine spätere Relektüre verfügbarer zu machen. Erfunden wurde der Textmarker 1971 von Günter Schwanhäuser aus Heroldberg bei Nürnberg. Ursprünglich war er als Malstift für Kleinkinder gedacht. Und das ist er auch heute noch. Wohl deshalb hat der Marker einen kompakten und kurzen Körper und die breite Spitze. Schnell wurde er jedoch auch von den Eltern der Kinder benutzt, um wichtige Stellen in Texten zu markieren und zu betonen. Dann hielt er machtvoll Einzug in Büros, Studierstuben und Universitäten, denn ist doch heute überall anzutreffen. Betrachtet man nun den Highlighter und die heute am akademisch-heimischen Arbeitsplatz übliche Situation, in welcher der Marker auftaucht und versucht, die direkt beteiligten und assoziierten Aktanten zu identifizieren, dann finden sich neben dem Highlighter erst einmal das Buch und der Mensch. Diese drei Aktanten gehören zusammen. Vielleicht müsste man auch noch den Schreibtisch dazu zählen, aber der ist letztlich ersetzbar und nicht zwingend notwendig. Betrachten wir nun das lokale Netzwerk. Ich werde später neben dem lokalen, weil es gibt immer mehrere Netzwerke, ich nenne nur drei, die man aufnennen kann. Ich werde das lokale Netzwerk betrachten, beim Buch später das temporale Netzwerk und später beim Mensch das soziale Netzwerk. Betrachten wir erst das lokale Netzwerk des Markers. Er liegt auf dem Schreibtisch, zudem finden sich Schreibtischunterlage, eine Leselampe, Schreibstifte, ein Computer und etwas zur Aufnahme von Notizen. Möglicherweise auch Notizzettelablagen oder Tippex, wahrscheinlich auch Bücherregale und ein Schreibtischstuhl. Wahrscheinlich gibt es auch Lichtquellen, künstliche wie natürliche, zu denen im Raum, um den Raum herum eine Wohnung oder gar ein Haus und um das Haus eine Straße und Sie wissen. Mit all dem ist das Netzwerk also ziemlich groß und nach oben nicht wirklich abschließbar. Nun könnte man sagen, das lokale Netzwerk des Markers sei kleiner, da der Marker nur bei wenigen der genannten Aktanten eine Spur hinterlasse. Kurz, das Haus braucht den Marker nicht. Es macht keinen Unterschied, ob es im Haus einen Marker gibt oder nicht. Aber es gilt, der Marker braucht das Haus oder zumindest einen überdachten Ort. Und deshalb macht es einen Unterschied, wenn auch nur einen minimalen. Das gilt auch für die anderen Aktanten. Also der Punkt ist, wann hinterlässt etwas eine Spur? Muss die Spur gravierend sein oder minimal? Und für Sozialforscher ist erstmal der Punkt, alles könnte als Aktant in Frage kommen, also muss ich alles erstmal ins Netzwerk aufnehmen und untersuchen. Das gleiche Spiel können Sie natürlich mit dem Buch machen und das temporale Netzwerk sich ansehen. Ich mache es kurz. Das Buch ist gekauft und vorher entworfen, geschrieben, designt, hergestellt, beworben und vertrieben worden. All dies, kaufen, schreiben, herstellen wie verteilen, erfordert komplexe Aktanten und Netzwerke von Aktanten. Diese sind wiederum verknüpft mit anderen Aktanten und Netzwerken, beziehungsweise schaffen diese. Eine genaue Beschreibung des temporalen Netzwerkes von Büchern ist wohl ebenfalls ein nach oben offener Prozess. Aber auch der menschliche Aktant sitzt nicht wirklich alleine vor seinem Buch. Verfolgen wir diesmal das soziale Netzwerk. Es ist eine Familie, es sind Freundschaften dahinter, Arbeitskontexte und Freizeitaktivitäten. Der oder die Leserin haben eine spezifische Vergangenheit hinter sich und je nach Ambition eine mehr oder weniger vielversprechende Zukunft vor sich. Zudem ist das Lesen eingebunden in zahllose Face-to-Face-Kommunikationen, die in das Leben hineinragen und die aus dem Lesen resultieren und sein Lesen beeinflussen. Also auch hier, das soziale Netzwerk des lesenden Menschen ist nicht wirklich abschließbar. Alle diese lokalen, temporalen und sozialen Assoziationen, die der Highlighter bildet oder besser, in die er eingebunden ist, allein schon diese Formulierung, die er bildet, ist diese intentionalistische Sprechweise, die wir auch hatten, eben die Folie dankt. In die er eingebunden ist, sind im Augenblick des Benutzens des Markers präsent und miteinander verwoben,
wenn auch eher verdeckt und meist minimal und deshalb leicht zu übersehen. Aber zutreffend ist, wenn alle diese Aktanten zusammenkommen, der Schreibtisch, der Schreibtischstuhl, das Buch, der Highlighter und möglicherweise auch noch ein Erfrischungsgetränk und natürlich auch noch der menschliche Aktant, wenn alle die assoziiert sind, dann passiert erst einmal nichts. Alle diese Aktanten können Stunden, Tage, Wochen, Jahre miteinander assoziiert sein, ohne dass im Buch ein einziges Wort gehighlightet wird. Damit Praxis wird, muss einer etwas anstoßen. Erst wenn der menschliche Aktant beschließt, aktiv zu werden und zu lesen und dabei den Stift in die Hand zu nehmen und damit Worte zu markieren, erst dann wird es bunt im Buch, erst dann entsteht Praxis. Das ist an sich so selbstverständlich. Immer dann, wenn das Buch eine Stelle enthält, die den Lesenden wichtig erscheint, greifen sie zum Highlighter, nehmen die Kappe ab und markieren mit der schmalen oder der breiten Seite des Stifts den jeweiligen Text. Dabei sagt ihnen der Highlighter bzw. dessen Körper, wie sie ihn zur Hand nehmen müssen, welche Seite überhaupt für das Highlighten geeignet ist, wie fest sie den Stift halten müssen und wie lange sie das tun können. Seitdem es den Highlighter gibt, hat er zweifellos die Praxis des Buchlesens tiefgreifend verändert. Der Highlighter kann nämlich etwas, was mein Finger nicht kann, nämlich etwas farbig markieren. Ohne ihn müsste ich mit dem Bleistift oder dem Kugelschreiber das Gewünschte unterstreichen. Das eine kann man ausradieren, das andere nicht, was den Wiederverkaufswert von Büchern verändert. Aber der Highlighter unterstreicht nicht nur, sondern er lässt das ansonsten Unterstrichene leuchten. Das Gehighlightete leuchtet mich an, sticht mir ins Auge. Es macht sehr mehr auf etwas aufmerksam, als wenn man es nur unterstrichen hätte. Highlighten bedeutet, etwas zum Leuchten zu bringen und das berührt mich mehr und anders als der Bleistiftunterstrich. Insofern hinterlässt der Marker eine Spur und er produziert einen Unterschied, der einen Unterschied macht. Die zentrale Frage ist nur, produziert der Highlighter den Unterschied oder produziert der Leser mit dem Marker den Unterschied? Hat der Marker die Handlungsmacht, einen Unterschied zu machen? Nein, hat er nicht. Wenn überhaupt, hat er das Potenzial, etwas zum Leuchten zu bringen. Das sagt im Übrigen auch Latour. Auch er spricht immer nur vom Potenzial, von der Kapazität. Der Highlighter hat bei Licht betrachtet nur das Potenzial, etwas zum Leuchten zu bringen, weil ihm diese Art von Handlungsmacht implantiert wurde, um diese Metapher zu benutzen, in der Regel von Menschen, die Maschinen anstellen, das zu tun. Diese implantierte und auch geliehene Handlungsmacht wird später in den Übertragungsprozessen, in Übersetzungen aktiviert und realisiert, aber auch verändert. Dinge erhalten die Macht zu wirken, wenn und indem sie von Menschen in eine bestimmte Form gebracht werden und indem sie über ihre Form mit einem impliziten Imperativ, wie Wilhelm Flusser das zum formulieren wird, versehen werden. Wirkmacht und Imperativ sind in dem Artefakt verdinglicht, objektiviert, institutionalisiert und sie drängen auf Gehorsam und Nachfolge. Insofern sind Dinge, wie Flusser sagt, Gesten. Dennoch, was ich highlighte, geht weder auf den Imperativ des Buches noch auf eine irgendwie geartete Form des Tuns des Highlighters zurück. Alles, was ich highlighte, ergibt sich aus meiner Tätigkeit des Bewertens des Inhalts des Textes und erst wenn ich als Leser entschieden habe, dass etwas betonenswert ist, setze ich meine Hand in Gang, damit sie die Praktik des Highlightens ausführt. Habe ich das einmal beschlossen, dann zwingt mich zwar der Stift, ihn in spezifischer Weise zu benutzen, aber dieser Zwang geht nicht vom Stift aus, sondern von denen, die diesen Stift in Antizipation der späteren Nutzungssituation entworfen und massenhaft produziert haben, allein zu dem Zweck, mir auf diese Weise zu dienen. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, die ANT interessiert sich ausdrücklich nicht für die eben angesprochenen Prozesse der Sinnzuschreibung und Aneignung. Der ANT geht es allein
um die praktische Verknüpfung der Dinge, die sich im Übrigen nur scheinbar von selbst ergibt. Weshalb dies geschieht, wer den Anstoß gibt und wie die Dinge in die schon vorhandene Ordnung der Dinge von wem, mit welchen Gründen eingegliedert werden, will die ANT weder verstehen noch erklären. Es interessiert sie einfach nicht. Von Interesse ist für die ANT nur das praktische Wie. Im Übrigen, und lassen Sie mich das deutlich sagen, im Übrigen werden diese Prozesse der praktischen Eingliederung der Dinge seit Jahren, seit Jahrzehnten auch von der Mediatisierungsforschung bearbeitet, von der Technik-Aneignungsforschung, überhaupt von der Aneignungsforschung und seit neuestem von der Multi-Sided Ethnography hinreichend untersucht. Es besteht aus meiner Sicht also kein wirklicher Bedarf nach einem neuen Ansatz. Lassen Sie mich zu dem zweiten Beispiel kommen, dem Berliner Schlüssel. Wer in Berlin wohnt oder besser wohnte und wer das Glück hat, noch in einem dieser alten Mietshäuser zu wohnen, der kennt und benutzt ihn, den Berliner Schlüssel, auch Durchsteckschlüssel genannt. Es ist ein Schlüssel mit zwei identischen Bärten, die extrem schwer zu transportieren sind, jede Hosentasche kaputt machen, weshalb man als Mann irgendwie Taschen braucht, um den zu verstecken. Es ist ein Schlüssel mit zwei identischen Bärten, ein Schlüssel, der sicherstellt, dass man abends die Tür hinter sich wieder verschließen muss. Er sorgt also dafür, dass über Nacht ungebetene Gäste im Haus und Hinterhof keinen Einlass finden. Erdacht und konstruiert wurde der Berliner Schlüssel im Jahr 1912 vom Berliner Schlosser Johann Schweiger. Es war dies die Zeit, als in großen Mietshäusern die permanente Anwesenheit eines Hausmeisters, der kontrolliert, wer ein- und ausgeht, den Hausbesitzern zu teuer erschien. Und so konstruierte der findige Schlosser einen Schlüssel und auch ein Schloss, die beide zusammen sicherstellen, dass die Bewohner eines Hauses über Nacht hinter sich abschließen müssen. Damit das System funktioniert, ist jedoch auch heute noch ein zuverlässiger Hauswart notwendig, der mit einem Spezialschlüssel abends den Mechanismus scharf stellt und morgens wieder löst. Allerdings arbeitet er jetzt Teilzeit. Dieser Schlüssel ist für Latour ein besonders gutes Beispiel, seine Theorie zu plausibilisieren. Diese schöne Schrift der Berliner Schlüssel, der in der Langform oder in dieser großen Sammlung schwer zu bekommen ist, ist neu aufgelegt von einer schönen, sehr gut designten, aber ich finde auch mit zwei schönen Kommentaren versehenen Studie, unbedingt lesenswert. Dieser Schlüssel ist für Latour ein besonders gutes Beispiel. Gegen eine wissenssoziologische Erklärung führt er direkt zu Anfang aus, dass der Berliner Schlüssel gerade kein Zwischenglied sei, also dass er keine Bedeutung trägt, sie verkörpert oder gar verdinglicht oder objektiviert. Es ist nicht der Diskurs, sondern der Schlüssel ist ein Mittler, der etwas macht. Zitat Latour: Wenn der Stahlschlüssel kein bloßes Werkzeug mehr ist, gewinnt er die ganze Dignität eines Mittlers, eines sozialen Akteurs, eines Agenten, eines Aktivposten. Zitat Ende. Denn nur, so Latour weiter, mit Hilfe dieses Schlüssels würde es den Berlinern Hauseigentümern gelingen, ihren Interessen Nachdruck zu verleihen. Allein mit verbalem Druck und schriftlichen Vermerken ließe sich bei den Bewohnern des Hauses die gewünschte Disziplin nicht errichten. Zitat: Denn das Soziale lässt sich nicht aus Sozialem aufbauen, es braucht Schlüssel und Schlösser. Der stählerne Schlüssel spricht nicht über Disziplin oder mahnt sie gar an, nein, er schafft sie. So Latour. In seinem Beispiel zeigt Latour zutreffend, dass der Berliner Schlüssel ein in Stahl gegossener Imperativ anderer, zu einer früheren Zeit lebender Menschen ist, die mit der Schaffung des Artefakts über Raum und Zeit hinaus die Durchsetzung ihrer Interessen Nachdruck verleihen. Richtig ist, dass die Dinge nicht und nicht nur Zeichen sind, die eine Botschaft tragen, sondern dass die Dinge die Botschaft auch durchsetzen wollen, dass sie einen Imperativ formulieren oder auch Zwang ausüben wollen. Der Berliner Schlüssel
ist Stahl gewordene Interessenspolitik der frühen Berliner Hausbesitzer, die in Kooperation mit preußischen Schlossermeistern geschaffen wurde. In dem stählernen Ding lässt sich nicht nur die Fortsetzung sozialer Beziehungen mit anderen Mitteln sehen, wie Rossler das formuliert, sondern, und jetzt kommt mein Punkt, sondern auch das kommunikative Tun in die Zukunft hinein. Insofern ist der Schlüssel auch ein Teil der gesellschaftlichen Kommunikation oder besser der kommunikativen Konstruktion von Wirklichkeit. Der Schlüssel übermittelt also nicht nur Interessen, sondern er hilft, sie auch durchzusetzen, so man dann die Wohnung nutzen will. Will man das nicht, kann man den Schlüssel auch nutzen, um Fensterscheiben einzuwerfen oder Bierflaschen zu öffnen. Oder aber man feilt, was sehr viele gemacht haben, den einen Bart des Schlüssels ab, dann lässt er sich nämlich mühelos im Schloss umdrehen und durchstecken. Der stählerne Zwang hat dann in diesem Falle ausgedient. Was Latour mit seinem Beispiel aber deutlich macht, und das ist völlig schlüssig, manche Artefakte können den Imperativ, der ihnen innewohnt, lauter formulieren und manche Artefakte versuchen auch Zwang auszuüben. Aber dies vermögen sie nur, weil die Beteiligten in ihrem sozialen Miteinander und in ihren normalen Praktiken verbleiben. Aber man kann zu jedem Zeitpunkt gegen den Zwang der Artefakte aufbegehren, also den Bart abschmürgeln und ihm auch entgehen, wie die Berliner zeigten, die den zweiten Bart abgefeilt haben. Solche Artefakte sind, um ein Wort von McLuhan zu benutzen, Ausweitung des Menschen, geschaffen von Menschen, um ihnen selbst und den nachfolgenden Generationen die Bewältigung von Handlungsproblemen zu erleichtern. Von Menschen geschaffene Artefakte sind, wie gesagt, Gesten aus der Vergangenheit, Imperative, etwas Bestimmtes auf bestimmte Weise zu tun. Es sind Imperative, denen man jederzeit widersprechen kann. Die Dinge beherrschen nicht die Nutzer, sondern sie legen ihnen nur Handlungsweisen nahe. Latour hat also recht, wenn er schreibt, Zitat, betrachtet man die Dinge, so stößt man auf Menschen. Zitat Ende. Überall, wo man auf Dinge stößt, sage ich, unabhängig davon, ob sie von Menschen ganz oder teilweise geschaffen sind oder nicht, stößt man in der Tat auf Menschen, die einem sagen, was diese Dinge sind, ob sie beseelt sind oder nicht, wie sie gebraucht werden und welche Auswirkungen sie auf Menschen haben. Diese Dinge, alle Dinge, sind zweifellos kommunikativ mit Bedeutung versehen und diese Bedeutung ist kommunikativ verteilt und kommunikativ legitimiert worden. Heutzutage im Übrigen oft von Wissenschaftlern, früher von Priestern, Schamanen und Führern. Diese Imperative der Dinge und Körper gehen nicht in irgendeine erkennbare Agency der Dinge zurück, sondern resultieren aus deren kommunikativ konstruierten und in den Dingen verkörperten Eigenschaften. Insofern sind die Offerten und Imperative letztlich Offerten und Imperative der Menschen, die sie geschaffen und in der Sprache und in der Kultur institutionalisiert haben. Wenn man es zuspitzen will, die Dinge, alle Dinge, sind auch geronnene Kommunikation, erstarrtes, kommunikatives Gegen- und Miteinander. Und damit komme ich zum Schluss. Latour hat recht, wenn er sagt, dass die Dinge immer auch mehr seien, als die Konstrukteure in sie hineingelegt haben. Richtig ist aber auch, dass der Mensch diese neuen Bedeutungen der Dinge in der Aneignung konstruiert, schafft, aber sie nicht in den Dingen findet. Da Dinge uns manchmal als etwas Naturhaftes entgegenzutreten scheinen, erwecken sie den Anschein, als würden sie etwas tun. Aber die Dinge bleiben immer nur Dinge, mit denen zu bestimmten Zwecken agiert wird. Insofern sind sie, ich bitte das zu, Werkzeuge von Akteuren, aber nicht selbst Akteure. Nur unser intentionalistischer Sprachgebrauch, die Folie dankt Ihnen, nur unser intentionalistischer Sprachgebrauch macht diese Dinge zu Akteuren. Hinter den Dingen ist jedoch nicht nichts. Hinter den Dingen stehen, wie schon mehrfach gesagt,
immer Menschen, die geschaffen, die sie geschaffen und mit bestimmten Absichten in die Welt gesetzt haben und die in die Dinge einen Imperativ eingeschrieben haben. Ohne eine solche menschliche Einschrift von Imperativen sind die Dinge stumm und ohne Bedeutung. Richtig ist, dass Dinge mit ihren impliziten Imperativen die Welt nachhaltig ändern. Richtig ist, dass es auch und gerade für die Soziologie wichtig ist, diese Veränderungen der sozialen Welt durch die Einführung von Dingen zu beschreiben, zu verstehen und zu erklären. Aber das genau leistet bereits zum Beispiel die Multisited Ethnography, auch die Aneignungsforschung, auch die Mediatisierungsforschung, allerdings ohne den Dingen einen Aktantenstatus zuschreiben zu müssen. Die Theorie, Dinge als Akteure zu betrachten, kann meines Erachtens nicht verstehen und erklären, was in Situationen sozialer Interaktion der Fall ist. Das hat Rainer Keller anders formuliert, aber genau das gemeint, wie das Vergangene mit welcher Macht in das Aktuelle hineinragt und dort mitspielt. Sie kann also nicht verstehen und nicht erklären, was sich, weshalb, wo gerade ereignet. Deshalb gibt diese Theorie das Ziel der Soziologie und der Sozialforschung preis. Zudem betreibt diese Sozialforschung, die Dinge zu Akteuren stilisiert, objektiv und, das ist noch ärger, auch wenn sie es nicht intendiert, das Geschäft derer, die ihren Einfluss und ihre Interessen im Dunkeln lassen wollen. Insofern betreibt man mit solchen verdunkelten Formulierungen, welche Dinge zu Akteuren machen, die Affirmation des Bestehenden. Soziale Vorgänge, die durchaus interessensgeleitet sind, werden als quasi natürliche, nichtmenschliche Vorgänge objektiviert, ausgelagert und damit überhöht. Das ist nicht Aufklärung, sondern Ideologie. Ich danke Ihnen. Ja, herzlichen Dank, Jo Reitertz. Damit sind wir auch schon fast am Ende dieses Plenums angekommen. Wir haben allerdings noch Raum für zwei Fragen, würde ich sagen, bevor wir uns in die Pause verabschieden und dann auf die nächsten. Die Prozesse, die dabei involviert sind, mit berücksichtigen. Also ein Schiff zu machen, der eben nur das kann, ein Schlüssel zu machen, der dies und jenes und bestimmte Natur der Dinge, würde ich sagen, ganz ausklammern wollen. Nein. Zwei Punkte. Also einerseits ist der Punkt, kann man aus Materie alles machen. Heute habe ich ja, ich wollte an sich über Vulkane und über Aminosäuren und über Tsunami sprechen. Das sind Dinge, die durchaus Widerstand leisten. Man kann nicht aus einem Diamant Watte machen. Also das, was Sie sprechen, dass die Widerständigkeit der Dinge durchaus gegeben ist. Heute habe ich ja nicht über die Widerständigkeit der Dinge gesprochen, sondern was in den Artefakten, also von Menschen geschaffenen, geformter Materie enthalten ist. Und mein Argument ist dabei, das ist kommunikatives Tun. Und da, das habe ich nicht ausführen können, ich unterscheide bei mir in der Kommunikationsmacht zwischen kommunikativen Handeln, das ist, wenn man so will, alles intentional bewusste Handeln auf einen Gegenüber hin. Das macht die klassische Kommunikationstheorie. Das ist, wenn man so will, in der Kommunikation vielleicht 5-10% kommunikativen, unserer ganzen kommunikativen Aktivitäten. Und ich unterscheide dann dagegen kommunikatives Tun. Kommunikatives Tun ist alles, wenn man so will, semiotisierte, auf andere einwirken. Und dann fällt natürlich sofort ein Artefakt unter kommunikatives Tun. Deswegen habe ich auch nicht gesagt, Artefakt ist ein kommunikatives Tun, kommunikatives Handeln, sondern kommunikatives Tun. Die enthalten natürlich, wenn man sagt, ein Imperativ, ist das eine Metapher. Aber eine Metapher, die dadurch gerechtfertigt ist, dass die Dinge, die wir vorfinden, natürlich von uns angeeignet werden, insofern neu interpretiert werden. Aber es gibt eine, wenn man Stuart Hall nimmt, es gibt so eine dominante Lesart, die durch den Gegenstand nahegelegt wird. Und diese dominante Lesart, die nahegelegt wird, hat einen Imperativ, wenn ich damit was tun will, nämlich schreiben, muss ich so halten, so halten, so halten. Und dieser Imperativ, den habe ich nicht von den Dingen, sondern in Antizipation von Situationen haben Konstrukteure das Ding geschaffen. Insofern ist das ein Nachhall eines kommunikativen Prozesses, wie muss ich das machen, wie muss ich das designen.
Und sobald man Dinge wieder auflöst in Kommunikation, verlieren Dinge ihren Natur- oder Dingcharakter, sondern lösen sich dann auf einmal in Kommunikationen auf. Und dann hat man nicht mehr das Problem, erklären zu müssen, wieso können Dinge dann in der Tat etwas nahelegen oder Druck ausüben. Dann muss doch an den Dingen was drin sein. Aus meiner Sicht kann man in der Wissenssoziologie bei Wissen und Kommunikation bleiben und muss nicht die Dinge als zu Akteuren stilisieren. Man kann bei einem reichen Handlungsbegriff bleiben, auch wenn man Artefakte interpretiert. Gut, ich bitte um eine letzte, wenn möglich, kurze Frage. Ich versuche das. Frage, wodurch kommen die Prozesse eigentlich in Gang? Da wird jetzt verschoben quasi auf das Konzept der Existenz, quasi unterschiedlichen Modelle der Existenz. Sie kennen das. Also hier hätte vielleicht die Elite was anzubieten, indem sie sich verwandelt, was der Wissen so zu machen. Vielleicht interessant sein. Also ich stimme Ihnen zu. ANT hat Attraktivität, denke ich, aus den Laborstudien und vor allem darum, wenn es geht, zu rekonstruieren, wie Dinge, wenn sie auftauchen, auf einmal ganze Handlungsfelder verändern. Also wenn was Neues reinkommt oder etwas Vorhandenes verschwindet und dann detailliert nachvollziehen kann, aber das macht doch jede Ethnographie, wenn sie gut ist, was dann passiert. Ich habe mich so ein bisschen abgearbeitet an Versuchen. Ich glaube, Rainer hat das ähnlich gemacht, der hat nur einen anderen Gegner gehabt. An Versuchen, ANT in die qualitative Sozialforschung einzubringen und auf einmal Forschung anzulegen, als seien Dinge Aktanten und man müsse jetzt die Macht der Dinge und die Dinge als Aktanten begreifen. Und klar kann man sagen, da geht die qualitative Sozialforschung oder die interpretative Sozialforschung vollkommen verloren, wenn man sowas tut. Und man muss dann theoretisch zumindest nachweisen oder eine Brücke bauen können, um zu sagen, man muss die Dinge nicht zu Aktanten stilisieren, um das zu verstehen, was die Dinge mit uns machen, beziehungsweise wir mit den Dingen machen. Das ist ja immer der Punkt. Unsere Sprache bringt uns immer so leicht in die Verdrehung, dass wir denen etwas zusprechen. Und das war so der Impetus, das ein bisschen stärker zu betonen. Herzlichen Dank. Ja, ich danke Michael Tillmeier.